An der Stelle ein Hallo aus der Vergangenheit an alle Zukunftszuschauer. Ich nehme das Ganze hier ein gutes Stück in der Vergangenheit auf, weil ich zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht daheim bin. Ich liege wahrscheinlich gerade irgendwo, hoffentlich an einem Pool in Kroatien, lasse mir die Sonne auf den Wanst scheinen und lese ein gutes Buch und nehme jetzt noch einen wunderschönen Part der Mario Maker 2 0% Level auf, damit ihr was zu gucken habt, während ich nicht daheim bin. Freunde, schön, dass ihr wieder hier seid. Ich habe richtig Lust. Lange war ich nicht mehr in den 0% Leveln unterwegs. Ich habe wirklich, wirklich Vorfreude. Ich hab Bock. So, Jan 0112 aus Deutschland mit seinem Level. Cool. Und wir müssen 384 Münzen sammeln, um dieses Level abzuschließen. Jan, ich hoffe, du hast keinen Mist gebaut. Bitte, bitte enttäusch mich nicht, Jan. Please. Ach du Kacke. Okay, ich hoffe einfach, dass man hier jetzt vielleicht nicht allzu schnell sterben kann. Ah, schaut mal, Freunde. Mit 50er Münzen geht das natürlich deutlich schneller hier. So, wir schauen mal, wo uns diese Türe hinbringt. In einen weiteren Münzraum. Okay. Damit haben wir schon mal 344 der 384 erforderlichen Münzen gesammelt. Das bringt mich hier rüber und hier ist der Rest. So, und jetzt muss ich nur noch irgendwie ins Ziel kommen. Und das war's dann an der Stelle auch. Jan, das Level war jetzt nicht der Renner. 1,5 von 5 Münzen. Aber wir halten die Laune weiter hoch, Freunde. Übrigens, wenn ihr mir im Urlaub einen Gefallen tun wollt, Freunde, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben auf dem Video da. Denn so wie ich mich kenne, werde ich dennoch regelmäßig meine Analytics überprüfen, gucken, wie die Videos laufen. Und lasst mir auch gerne einen lieben Kommentar da. Weil ich beantworte in meinem Urlaub oder wenn ich gerade nichts zu tun habe, sehr häufig viele Kommentare. Und dann lese ich mir das alles durch. Also schreibt mir gerne was. Ich werde es zu 95% lesen. So, dieses Level sieht speziell aus. Okay, wir haben nur 10 Sekunden Zeit. Wir haben nur 10 Sekunden Zeit, um einen Schlüssel... Okay. Wir müssen durchrennen, den Schlüssel mitnehmen und dann auf die Spitze der Pyramide gelangen. Sehe ich das richtig? Ich verstehe zwar null, was dieser Levelstart damit zu tun hat. Oder wieso geht das? Oder muss ich irgendwie anders an einen Schlüssel rankommen? Okay, Freunde, ich habe online nachgeguckt. Da gibt es keinen geheimen Trick. Das muss irgendwas damit zu tun haben, dass man wahrscheinlich irgendwie seinen Speed beibehalten kann. Ja, da waren wir fast ganz oben. Es geht einfach nur um massive Geschwindigkeit. Ja, ja, please, please. Junge, ja, Alter, aus, ich spiel mal kurz dieses Level, wurde ich grinde fast 35 Minuten diesen Scheißtrick. Wie viele Tries? Wie viel? 137 Tries. Oh, Bums, mein Leben. Oh mein Gott. Also wenn ihr jetzt nicht einen Daumen nach oben für diese Leistung und meinen Urlaub und ein verdammtes Abonnement auf diesem Kanal da lasst, dann dann höre ich einfach auf. Dann beende ich meine Karriere, dann war's das. Junge! Ich weiß nicht, ob irgendwie das Leiden rüberkommt. 35 Minuten lang ein 10-Sekunden-Level-Grinden, wo einfach du nur 5 Sprünge setzen musst. Ich weiß nicht, warum ich es gegrindet habe. Ich kann euch nicht sagen, warum ich es gegrindet habe. Ich habe es aber auf jeden Fall getan. Und ich spiele kein schweres Level mehr heute. Wir grinden das jetzt noch in Ruhe durch. Und wir spielen jetzt hier einfach entspannt. Also übrigens, das Level bekommt 0, minus 28 von 5, ich weiß nicht mal was. Und ich verstehe auch noch nicht genau, was in diesem Level gemacht werden muss. Ich brauche irgendwo einen Schlüssel. Wartet mal. Muss ich auf den drauf? Nee, das kannst du...
Ich verstehe schon wieder das Level nicht. Was ist denn heute schon wieder? Was ist denn heute schon wieder an den 0% Leveln los? Was passiert denn hier jetzt schon wieder? Wo bekomme ich denn jetzt schon wieder diesen Schlüssel her, den ich brauche? Und was muss ich überhaupt tun? Hat der da hinten den Schlüssel? Wahrscheinlich, aber ich komme doch da gar nicht hin. Oh mein Gott, ich kapier's. Ich kapier's! Ich bin ein smarter Mann. Hat nur kurz gebraucht. Ich bin, glaube ich, noch zu sehr im Ich-hüpfe-eine-rote-Pyramide-hoch-Modus. So, ich stelle mich jetzt hier hin und ich kann jetzt bestimmt... So sieht's aus. Die Feuerblume auf den Twomps bouncen lassen. Okay, okay. Und das ist das Ziel, oder? Nee, ist es nicht. Okay, da muss ich wahrscheinlich durchbouncen lassen, oder? Okay. Alles klar. Ich lebe noch. Das ist okay, I guess. Okay. Da sind 3 One-Ups für die Leute, die die 100 Mario-Herausforderung zocken. So. Und dann geht's hier hoch. Alles klar. Oh nein, das ist ein Scrolling-Level. Oh no. Wieso denn das jetzt? Was? Aber das sieht nach einem machbaren Scrolling aus. Das ist auch wirklich eines der schnellsten Scrollings überhaupt. Boah, also, Ich habe das Gefühl, dass ich mit den 0%-Leveln heute noch nicht so ganz auf, wie nennt man das? Auf einer Wellenlänge bin. Oh nein, jetzt kommt hier ein Lakitu dazu. Oh nein, jetzt kommt hier ein Lakitu dazu. So, den wir jetzt aber geheatet haben. Oh, schaut mal. Ich kann hier hoch. Ich glaube, das ist gut. So, und da ist das Ziel. Ja, absolut solides Level mit aber einer viel zu langweiligen und langwierigen Scrolling-Passage. Ansonsten aber ganz nett. 2,5 von 5 ohnmächtigen Padmes. Dieses Level aus Italien heißt Is This a Troll? Ich denke, das werden wir herausfinden. 100 One-Up-Pilze sammeln und ins Ziel kommen. Okay. Okay. Ich muss irgendwie auf die Eiszapfen hoch. Ah, da ist ein unsichtbarer Block. Okay, ich wollte gerade sagen, ich muss irgendwie auf die Eiszapfen hochkommen. So. Genau, jetzt sind wir oben. Jetzt laufe ich aber erstmal hinter. Und wir sehen, da kommt ein roter Yoshi. Ich platter einfach mal weiter. Okay, und jetzt habe ich mich selber gesoftlockt. Alles klar. Also, wir können auf jeden Fall nicht... Haben wir eine Chance, hier an diese 100 One-Ups zu kommen, die hier gefordert werden? Hier ist ein Powerblock, der uns nichts bringt. Ich meine, ich kann mal hier nach oben jumpen. Da oben ist irgendwas. Okay, warum ist das da? So, ich meine, ich komme hier hoch. Da sind die One-Ups, Freunde. Da sind die One-Ups. Okay, sind das die 100? Nee, das sind 69. Freunde, er hat 69 gesagt. Ich glaube, die Tür tötet mich. Nein, tut sie nicht, Freunde, weil ich mich rette wie ein G. Aber wo sind denn die anderen 31 One-Ups? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich probiere mal die Türen aus. Wobei, nee, die Türen bringen mir nichts. Wo sind die letzten 31 One-Ups? So, Freunde, also. Als allererstes habe ich herausgefunden, dass da ein Gleithörnchen ist. Brauche ich aber eigentlich nicht. So, und was ich herausgefunden habe, hier geht's auch nach oben, Friends. So. Und jetzt habe ich 100. Warum waren das denn vorhin 69? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. So, aber jetzt flattern wir einfach hier rüber. Und das war's. Dieses Level bekommt stabile 0 von 5 One-Ups. Das war einfach Trash. Und vorhin sind irgendwie 31 von denen einfach despawned. Lemmy's Collision Course ist das nächste Level. Friends. Und ich weiß nicht, was ein Kollisionskurs ist. Ob damit sowas wie Hindernisparcours gemeint ist. Ich schätze mal. Durch das Eis komme ich nicht. Nee. Okay, dann schauen wir mal. Wir müssen ja irgendwo den guten Lemmy dann auch finden. Na? Wir müssen ja dann irgendwo finden und irgendwie herausfordern. Oder was ist das denn jetzt schon wieder für ein Level? Ah! Oh boy. Okay, ich muss mich da einfach droppen lassen. Einfach droppen lassen. Und runter da. So, da ist er. Oh, jetzt aber mein Yoshi wieder, im besten Fall. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich den nicht mehr sehen werde. So, zack, weg mit dir. So, Bowser Jr. ist wieder am... So, und jetzt behalte ich einfach meinen Yoshi. In Ordnung, würde ich sagen. Lol, ich kriege hier sogar ein Power-Up. Dude, das hätte ich vorhin einfach gebraucht. So, dann haben wir Lemmy besiegt. Und das war's. Ey, was sind das denn für Mistlevel? Oh nein. Ein 10-Sekunden-Speedrun-Level, Freunde. Aber es kann quasi gar nicht mehr so schlimm wie das letzte 10-Sekunden-Level sein, was wir gespielt haben. Und wir müssen mit einer Kugel-Willi-Maske das Ziel erreichen. Ich gebe mein Bestes.
So, hier hoch. Okay. Dann hier runter. Und dann hier runter. Aha. Okay, das ist machbar und da wäre das Ziel. Doch, das ist machbar. Ist, glaube ich, auch herausfordernd. Ich glaube, man darf es definitiv nicht unterschätzen, aber definitiv machbar. Jawollo! Ey, aber auch knapp, ne? Der Timer war schon auf null. Geil! Nö, das war schön. Kleine Challenge. Die 10 Sekunden waren noch im Titel angesagt. Deswegen, man kann sich über nichts beschweren. Hat Spaß gemacht. 4 von 5 Chicken Wings. Die Baumeisterin oder der Baumeister von Bowser's Castle Parkour hatte sehr viele Goldmedaillen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt hier ein Baba Level präsentiert bekommen. Und der Anfang ist schon mal sehr schön. Okay, ich bin gespannt, wie schwer das ist. Aber wie gesagt, es wirkt super machbar. Du erkennst sofort, was du tun musst. Ganz, ganz simpel zu erkennen. Das ist, so müssen diese Parkour-Level sein. Zack, Checkpoint. Es sieht super skillig aus, was man tut. Aber es ist wirklich im Bereich des Machbaren, Guys. Also es sieht, glaube ich, deutlich schwieriger aus, als es ist. Aber man muss natürlich auch einfach sagen, dass ich wirklich ein crazy Mofo bin, wenn es darum geht, Mario Maker Level durchzugrinden. Also es liegt jetzt schon vor allem daran, dass ich wirklich extrem krass bin und auf jeden Fall auch super bodenständig und bescheiden. Ich warte eigentlich die ganze Zeit drauf, dass ich eine Karma-Klatsche bekomme dafür, dass ich so viel Scheiße laber, ne? Aber irgendwie lässt mich das Karma noch verschont, auch wenn ich nicht ganz verstehe, weshalb, weil ich es jetzt eigentlich schon mal verdient hätte, aufs Maul zu bekommen. Wobei ich halt, wie bereits erwähnt, schon... Okay, insane krass. Zeit wurde es. Aber was ist das denn bitte für ein cooles Level? Also wirklich, das macht richtig Laune. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir die Passage geschafft. Wie viel kommt noch? Es hört noch nicht auf, Freunde. Es hört noch nicht auf. Und das ist das Ziel. Ey, wahnsinnig geiles Level. Also, da habe ich nichts zu bemängeln. Das sind 5 von 5 Saw-Puppen. Also, das hat einfach gut funktioniert. Oh, Käsekuck hat ein Level 3 veröffentlicht. Komm schon, Käsekuck. Zeig mir ein geiles Level. Wir kriegen einen Block. In dem ist ein Schlüssel drin. Und diesen Schlüssel nehmen wir, um durch eine Tür zu gehen. Oh boy. Jetzt kracht's. Okay. Okay. Käsekuck haut uns ein ziemlich brutales Level um die Ohren. Was ist das für ein Level? Okay, ich muss mal kurz was anschauen. Warte mal, das Level ist übel machbar. Das Level ist übel machbar, weil wir können direkt durch die Tür. Wir können da durchspeeden. Wir müssen nicht warten, bis die da durch sind. Wir können da in einem Rutsch durchdüsen. Oh, Bruder. Ja, ja, doch, doch, doch. Das ist möglich. Das ist möglich. Und rein da. Genau so, Freunde. Und das war's noch nicht mal. Oh, boy. Oh, boy. Okay. Ach, ich muss ja da hoch. Oh boy, okay, warte mal. Dann drehen wir dich mal hier runter. Ja. Okay, ich habe da oben alle gekillt. Das heißt, wir können auf jeden Fall entspannt hier hin. So, jetzt müssen wir einmal noch die Hotheads hier springen lassen. Zack. Und wir können hier durch. Wichtig ist, aus unserer Cooper Shell, ja, kann definitiv noch irgendwas rausfallen. Oh boy. Und das alles ohne Checkpoint. Das alles ohne Checkpoint. Uiuiui. Uiuiuiuiuiuiui. Mhm. Okay. So, wie machen wir das am besten, Freunde? So, passt auf. Genau so! Genau so! So, wow. Hier ist ein Pilz. Hier ist leider nichts. Okay, es geht durch die Röhre. Was geht ab? Was geht... Oh, Freunde! Ein Checkpoint geht ab. So, und jetzt haben wir hier eine kleine Sprung-Challenge. Die ist absolut im grünen Bereich, Freunde. Die ist absolut machbar. Ich vermute mal, ich muss da rein, oder? Warte mal. Da hoch? Nee, immer noch nicht. Yes! Genau. Hier rein. Oh boy, und jetzt muss ich einfach ins Ziel, oder? Okay, also ein schwerer Anfang und dann ein deutlich entspannterer zweiter Teil. Aber das Level war gut. Es war schwer, aber gut. Ich würde sagen, was gibt man da? 4 von 5 Käsekuchen. Und das letzte Level, Freunde, heißt Ertragen. Fabio Haus aus Österreich. Was sollen wir ertragen?
Okay. Ist das nicht sogar ein Startscreen-Level? Mir kommt mir das so bekannt vor. Weiß es nicht. Okay. Ja, dann düsen wir hier rein. Kommen wir hier oben raus. Und kriegen sogar eine Katze. Nee, ich muss sagen. Also bisher wirkt das Level ganz solide, würde ich sagen. Aha. Jetzt geht's hier hoch. Ich weiß nicht, ob wir mit dem irgendwas tun müssen. Ich meine, wir können ihn halt hier so reinlocken. Aber das bringt uns erstmal nicht viel. Ihn lassen wir durchdroppen. Nee, also... Jetzt mal ernsthaft. Das Level wirkt bisher voll okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Mission von dem blauen Block ist. Ah, der schiebt den. Cool, nee. Das Level ist voll okay bisher, wirklich. Und sollen wir durch die Röhre? Bringt uns das was? Das bringt uns zum Schlüssel. So, jetzt müsste ich nur noch wissen, Freunde, wo die Schlüsseltür war. Sie. Ich sehe sie, Freunde. So, das heißt, wir jumpen hier hoch. Genau. Ja, das läuft einwandfrei. Jetzt brauche ich einen P-Switch. Der ist da oben. Okay, passt auf. Dann aktivieren wir den. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich hier schnell genug durch, oder? Oh, boy. Okay, gar nicht einfach. Oh, aber jetzt ist der P-Switch weg. Okay, da muss es ja irgendeine andere Möglichkeit für mich noch geben, hier weiterzukommen, oder? Ah, da ist eine Reset-Tür. Ist das eine Reset-Tür? Das ist safe eine Reset-Tür. Ich glaube, ich muss hier einfach mit Weitsprung arbeiten. Ich glaube, Weitsprünge sind hier das Sinnvollste, um schnell von A nach B zu kommen. Probieren wir es mal, Freunde. Ja, mit Weitsprüngen kann man super schnell Speed aufbauen. Ah! Knapp, knapp, knapp. Ja! Jetzt hat's funktioniert, Freunde. Und das ist sogar die letzte Challenge gewesen. Jawollo. Und ich glaube, damit mache ich für heute auch Feierabend, weil die Folge war alles andere als einfach. Freunde, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mich jetzt noch weiter leiden sehen wollt, dann empfehle ich euch hier oben Five Nights at Freddy's 4. Wirklich, ich habe noch nie so sehr gelitten in einem Spiel. Und wenn ihr ein bisschen Mario wollt, ist hier unten eine schöne Folge vom Superstar-Mode, Freunde. Ultraschweren Mario Odyssey-Hack. Danke fürs Zuschauen.